Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. CS2 ist jetzt ja bald am Start, wann genau weiß man noch nicht, aber jeder von uns fühlt es, es ist bald soweit. Und gerade vor einigen Tagen hat man ja mitbekommen, dass das Rank-System und auch das Matchmaking-System überarbeitet wird. Das war uns auch sicherlich allen klar, zumal ja auch schon während CSGO eben einmal so ein großer Reset drin war, wo einiges angepasst wurde. Und das findet dann eben jetzt auch wieder in CS2 statt. Jetzt sorgen sich natürlich einige und sagen, hey, ich habe schon beim letzten Reset richtig in die Tonne gegriffen und habe dann von meinem Rank ziemlich viel verloren, bin gut gefallen und kam auch seitdem nicht mehr hoch. Wie wird das nur bei CS2 sein? Und gerade weil es eben auch in diesem neuen System keine richtigen Ranks, also keine Namen mehr für die Ränge gibt, sondern einfach nur noch die ganze Sache in Zahlen ausgedrückt wird, wollte ich euch hier fragen, was eigentlich euer, was eigentlich dein letzter Rang in CSGO war, also dein aktueller, den du im Moment hast, falls du gerade einen hast, und natürlich auch, was dein höchster Rang überhaupt war. Gerade natürlich, weil es einige gab, die mit CSGO angefangen haben und direkt diese Road to Global im Kopf hatten, ist natürlich die Frage interessant, wer es alles geschafft hat, da hochzukommen, wer noch auf dem Weg ist und es noch schnell pressen will, bevor CS2 kommt. Und natürlich gibt es auch Leute, denen die Ränge vollkommen egal sind. Die sind auf dem Rang, auf dem sie stehen, damit sind sie zufrieden. Und wenn sie fallen, ist es gut, wenn sie steigen, ist es gut. Aber nichtsdestotrotz können diese Leute auch ihren Rang hier gerne mal angeben, was eben so aktuell Phase ist bei euch. Bei mir war damals diese Road to Global auch vor allem in den Videos mit dabei, wobei das eher so als Scherz gemeint war, gerade weil ich eben Counter-Strike schon lange, lange nicht mehr aktiv gespielt habe, als CSGO erschienen ist. Meine Primetime war in Source und mein Anfang in 1.6. Aber nichtsdestotrotz hat das bei mir dann irgendwann natürlich mit der Hilfe von euch für den Global gereicht. Es gab Zeiten, da haben wir richtig reingeschwitzt, da haben wir neben den Streams auch noch viel gespielt, gerade weil ich in den Streams ja meist etwas abgelenkt bin und so ist natürlich dann schwierig ist, auf einen richtig krassen Rang zu kommen. Aber ja, wir haben es dann am Ende doch geschafft, tatsächlich den Global im Matchmaking zu haben. Im Wingman habe ich den Global so ein paar Mal gehabt. Das war nicht das große Problem. Alleine schon, weil man halt einen Mate schneller findet als irgendwie vier, die möglichst gut spielen oder mit denen man halt gut zusammenarbeiten kann. Ich hatte dann auch mal kurze Zeit den Doppel-Global am Start. Da gab es aber schon leider Danger Zone und dann haben viele gesagt, du musst halt schon den Triple Global drin haben und da halt auch diesen Danger Zone Sackratten 4 Rang haben oder wie der eben heißt. Das hatte ich aber noch nicht. Also bei Danger Zone habe ich nie wirklich reingespielt. Da habe ich vielleicht 10 oder 20 Spiele. Das war für mich jetzt nie so wirklich wichtig. Und ja, das war schon wirklich sweet, der Grind dahin, zumal ich angefangen habe und das, wie vorhin erwähnt, eigentlich so aus Spaß, aus Ironie gesagt habe, von wegen, Road to Global, weil ich eigentlich damals dachte, ich werde da eh nicht mehr hinkommen, ne, auf diese, meine Primetime ist einfach zu Ende. Ich habe, wie gesagt, bei Source richtig reingeschwitzt und da die meiste Zeit, oder mittlerweile nicht mehr, aber damals eben gute 2.000 oder 3.000 Stunden verbracht. Mittlerweile übersteigt natürlich meine Zeit in CSGO diese Source-Zeit. Ja, aber kurzum, die Ränge verändern sich. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns da nicht so Sorgen machen wie beim letzten Mal schon, als es hieß, Rank Reset, Ränge werden angepasst und so weiter und so fort. Es ist jetzt nun mal ein neues Rangsystem, ein neues Matchmaking-System. Man hat jetzt diese displayten Ränge direkt in Zahlen, weiß also genau, wo man steht, ob man weit von einem Uprank entfernt ist oder nicht, wie es mit Downrank aussieht. Man kann sich sehr gut einordnen. Und wie das Ganze dann im Matchmaking greift, also im Gefüge an sich, ist natürlich noch abzuwarten. Aber ich denke schon, dass das ein guter Plan ist und nicht dieses displayte Bild, das man einfach nur irgendwo hat. Man sieht DMG, weiß aber nicht, wo man jetzt bei DMG steht. Das kennt man mittlerweile seit vielen, vielen Jahren ja von Seiten wie eSportal und Co. anders. Da sieht man einfach, auf wie viel Elo man gerade steht, in Punkten genau. Und ich finde, das hat auf jeden Fall einen sehr großen Vorteil und meines Erachtens auch überhaupt keinen Nachteil. Man kann natürlich noch solche Bilder hinzufügen oder das irgendwie farbig gestalten, die Rangabschnitte. Ich glaube, so wird es auch erstmal kommen, dass diese Punkteabschnitte von Punkt X bis Y halt dann rot sind und das, was dann danach kommt, ist dann gelb und so weiter und so fort. Dann kann man zumindest sagen, oh, ich bin gerade auf rot oder gelb oder wie auch immer. Wobei natürlich die meisten einfach ihre Elo droppen können. Wenn man gefragt wird, wo stehst du, dann sagt man, ich bin auf 34,1 oder irgendwie so. Und dann weiß eigentlich schon jeder Bescheid. So, hier die Frage vom Anfang nochmal am Ende. Wie stehst du aktuell rangmäßig in CSGO und wie hoch war dein bester Rang bis jetzt? Haut's in die Kommentare, wir lesen uns dort. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns heute auch wieder im Livestream ab 18 Uhr. Denkt dran, heute Glove Giveaway nach wie vor diese gesamte Woche am Laufen. Rankommen und mitmachen. Viewergames, Skin Giveaways, Pipapo. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.